Und dann nimmt das Ding auf. Hallo. Hi. Ich wollte mich auch mal wieder direkt melden hier auf dem YouTube-Kanal. Namens Rahmenschnitz-LP. Der auch über youtube.com/Rahmenschnitzel mittlerweile zu erreichen ist. Schon eine ganze Weile. Und nicht dieses Rahmenschnitz-LP, was damals alle falsch geschrieben haben. Hallo, Herr Rahmenschnitz. Genau so geht das. Nee, ich wollte einfach mal wieder ein kleines Video hier auch gemacht haben mit meiner Fresse im Bild, weil es gab ja schon seit Ewigkeiten keinen wöchentlichen Rahmen mehr, was verschiedene Gründe gehabt hat, unter anderem, dass ich sonntags meistens was zu tun gehabt habe, die letzten Wochen, Monate, und ich deswegen da nicht zugekommen bin, da überhaupt mal drüber nachzudenken, da einen wöchentlichen Rahmen zu machen. Anderer Grund, es gibt nicht immer so wirklich viel zu berichten. Ich war mit dem vorherigen Konzept irgendwann nicht mehr so richtig zufrieden, von wegen, hier, komm, das sind die kommenden Streams, das sind die kommenden Let's Plays, falls ich mir überhaupt was überlegt habe. Von daher nicht unbedingt so wahnsinnig spannend gewesen und mit den Fragen hat auch nicht immer so ganz geklappt. Deswegen habe ich erstmal so ein bisschen das Konzept wöchentlicher Rahmen eingestampft. Ich will jetzt nicht sagen, absolut nie wird sowas wieder geben, aber ich muss mir ein bisschen überlegen, wie ich das mache. Aktuell, um nochmal ein paar Infos einfach so in den Raum zu werfen, was gerade aktuell so hier los ist. Auf dem Kanal ist gerade eher weniger los. Es laufen im Moment zwei Let's Plays, Anno 2205 und StarCraft 2 Legacy of the Void. Das sind so die Sachen, die jeden Tag kommen. Hin und wieder kommt Minecraft, das habe ich öfter aufgenommen als den Rest des Jahres. Das heißt, es kommt alle ein bis zwei Wochen mal irgendwie zwei, drei, vier Folgen. Sollte eigentlich auch mehr werden, aber immerhin, es ist eine Tendenz zu erkennen, von daher ist das schon mal okay. Ich habe auch noch weitere Sachen in Planung, beziehungsweise möchte weitere Sachen machen. Diablo 2 fehlt noch, Lord of Destruction, da habe ich immer noch keine sinnvolle Antwort von meinem eventuellen Spielpartner. Wenn ich da jetzt innerhalb der nächsten Woche da nichts von kriegen sollte, da keine Antwort kriegen sollte, dann werde ich das einfach alleine machen, weil das wird so ein bisschen Zeit. Oder ich möchte das auch gerne bald mal machen, weil das ein schönes Spiel ist und ich möchte es halt auch dieses Jahr noch auf den Kanal bringen. Grow Home hatte ich mir überlegt, dass das vielleicht eine schöne Sache wäre, was man machen könnte hier als Projekt. Habe ich bisher sehr wenig zu gesehen, aber viel Gutes zu gehört. Deswegen wäre das eine gute Möglichkeit, denke ich mal. Und eine Sache, die auch noch irgendwann bald sogar starten wird, ich weiß noch nicht genau wann, Bioshock Infinite. Wir haben Bioshock 1 und Bioshock 2 im Stream durchgespielt, vor kurzem, und deswegen möchte ich den dritten Teil dieser Reihe auch nochmal durchspielen. Das war letztendlich der Grund, warum ich den zweiten Teil durchgespielt habe. Ich fand ihn, okay, nicht so schön wie der erste. Wurde in der zweiten Hälfte erst schöner und interessanter. Und deswegen eigentlich eher als Vorbereitung auf Teil 3 gewesen, damit man sagen kann, ja, ich habe alle Teile da irgendwie mal gespielt. Und Infinite wird es dann hier auf dem Kanal als Let's Play geben, habe ich mir so überlegt. Im Stream wollte ich es nicht machen, weil dann zu viele Spoiler passieren oder weil ich zu sehr auf den Chat achte und ein wenig von der Story des eigentlichen Spiels mitbekomme, und das wäre dann halt auch schade. Ne, weil das ist, ich bin nicht so das Multitasking-Talent, wie der ein oder andere vielleicht eventuell schon mal festgestellt hat. Und deswegen möchte ich das lieber ruhig für mich aufnehmen und dann für euch hier auf YouTube hochschaufeln den ganzen Krams, und wird halt ein Let's Play draus und kein Livestream. So, die Musik ist ein bisschen laut. So, jetzt nicht mehr. Genau, eine Sache auch, warum nicht gern so viel los ist wie sonst vorher, dass ich halt seit Anfang Oktober deutlich mehr streame, fast jeden Tag, zumindest wenn ich hier bin, wenn ich nicht unterwegs bin, dass ich da fast jeden Tag streame. Zu verschiedenen Uhrzeiten. Ich probiere da gerade so ein bisschen rum, welche Uhrzeit mir am besten gefallen, welche euch am besten gefallen, wann ich da die meisten von euch erreichen kann, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten. Auch von den Themen her, dass ich da so ein bisschen durchprobiere, dass man ein Stück am Stück quasi zwei, drei Streams lang spielt, bis es durch ist, oder ob man das aufteilt, wie abwechslungsreich der ganze Kram sein muss. Mir macht es eine ganze Menge Spaß. Meine Freundin ist halt jetzt aktuell seit Anfang Oktober bis Ende März nächsten Jahres nicht hier, von daher irgendwie muss ich meine Zeit rumkriegen, beziehungsweise ich kann mir meine Zeit anders einteilen als vorher, deswegen streame ich halt aktuell ziemlich viel. Es macht halt tierisch viel Spaß, es ist immer wieder schön, wenn ihr oder wenn viele von euch da im Chat mit dabei sind und die
und da für Unterhaltung eurerseits sorgen und dass man gemeinsam halt so ein Gefühl hat, dass man gemeinsam in einem Wohnzimmer hockt und dann daddelt man vor sich hin und man hat irgendwie, man hat eine schöne Community um sich herum, man hat immer Leute um sich herum, die man mittlerweile schon einigermaßen kennt und es macht halt eine ganze Menge Spaß. Ich weiß nicht, jeder hier ist unbedingt so der große Livestream-Fan oder hat nicht immer Zeit dazu, da reinzuschalten. Aber falls ihr wirklich Lust habt, könnt ihr gerne darüber gehen und auf twitch.tv/rahmschnitzel, alles nochmal unten verlinkt und so, das Übliche. Das kennt ihr ja noch von den wöchentlichen Rahms. Da unten gibt's Sachen. Könnt ihr gerne reinschauen. Mir macht's eine Menge Spaß. Ich habe so ein bisschen aktuell die Vorgehensweise, dass ich versuche immer anzukündigen, welche Spiele ich wann spiele. Das heißt, kann man auf der Kanalseite direkt sehen. Die ist nicht immer komplett aktuell, die Liste da unten, aber so ich versuche immer so eine Woche im Voraus zu sagen, was ich da spiele und was nicht. Und das wird natürlich in den aktuellen Streams, die laufen, auch noch angezeigt, am Anfang, am Ende, in den Pausen, dass man da so ein bisschen Überblick bekommt, wenn einem ein Spiel wirklich interessiert, dass man sich das dann merken kann, wann das passiert. Wie gesagt, aktuell ziemlich viel gestreamt. Das ist gerade mal mein Hauptaugenmerk, mein Hauptfokus, was ich gerade so mache. Und ansonsten, da mein Tag jetzt immer nicht so wahnsinnig spannend ist, ist das Konzept Vlog auch ein bisschen schwierig und solche Sachen, die man halt noch alles machen könnte oder dass man beim wöchentlichen eventuellen Rahmen da... ich kann ihn ja den eventuellen Rahmen nennen. Auch eine gute Idee eigentlich. Nicht der wöchentliche Rahmen, sondern der eventuelle Rahmen. Ist ja auch schön. Deswegen gibt es da nicht immer so wahnsinnig viel zu berichten. Was ich ein bisschen noch schauen werde, was man so Frage-Antwort-technisch machen könnte, so ein bisschen Q&A-mäßig, dass man das tatsächlich auch eher als Livestream irgendwann zwischendurch macht. Allerdings dann, dass es ein Formular gibt, was dann irgendwo eindeutig zu finden gibt. Was ist, hin und wieder werde ich schon noch ein Infovideo machen, hier klar. Aber das ist... da dann ein Formular gibt, wo man dann die Fragen eintragen kann, aber auch, dass man das so gemischt hält, dass auch Sachen, die dann im Chat da gefragt werden, dass man da so eine Mischform hat, dass man quasi aus zwei verschiedenen Quellen sich ein paar Fragen raussuchen kann. Das wäre eine Überlegung, was ich ganz angenehm fände. Das macht man dann halt einmal im Monat oder was weiß ich wann, ein bisschen ausführlicher, halbe Stunde, je nachdem, wie viele Fragen ihr so habt, was es da so spannende Themen gibt und dass man das dann nicht quasi jede Woche oder jede zweite Woche hier im wöchentlichen Rahmen irgendwie mit zwei, drei Fragen hat, sondern das einmal so ein ganzer Block, dass ihr direkt auch live die Fragen stellen könnt und direkt live eine Antwort kriegt, weil es kann ja sein, dass man irgendeine Frage stellt und dann gibt es in drei Wochen erst das nächste Video und bis dahin hat man vergessen, dass man eigentlich eine Frage gestellt hat und dann verpasst man die Antwort. Das wäre halt auch doof. Also alles, was dann Fragen antworttechnisch Q&A-mäßig auf Twitch laufen würde, würde dann auch hier wieder auf dem Kanal landen, auf YouTube logischerweise, weil das sind dann, glaube ich, Sachen, die ein bisschen für ein paar Leute mehr interessanter sein könnten, eventuell. Ich arbeite auch aktuell an einem zweiten Stream-Highlight-Video, da war das letzte Jahr doch recht gut angekommen und ich musste dann erstmal eine ganze Menge zusammensuchen aus verschiedenen Quellen, von wegen wann irgendwelche Highlights sind. Ich musste dann auch noch ein paar vergangene Streams durchschauen und ein bisschen ein paar Stellen noch raussuchen. Und hoffentlich ein paar feine Stellen noch random einfach mal so rauspicken können. Neben den 30, 40, 50 Clips, die mir da jetzt schon noch auf der Liste stehen. Das wird dann hoffentlich schön und hoffentlich funktioniert das auch noch irgendwann bald. Und das ist so eine Sache, die wird auf jeden Fall kommen. Wie gesagt, wann neue Let's Plays anfangen, kann ich noch im Moment nicht so ganz genau sagen. Wahrscheinlich, hoffentlich... An sich hätte ich es gerne diese Woche, allerdings ich bin ab von Freitag bis Sonntag bzw. bis Montag unterwegs, von daher weiß ich noch nicht, ich muss da noch genug anderen Krams vorbereiten. Wird sich zeigen. Eventuell wollte ich auch noch irgendwann mal Quake 1 als Let's Play aufnehmen, so als so neben Doom, als weiteren sehr oldschooligen Shooter. Schönes Spiel, ich muss das allerdings noch ein bisschen technisch ein bisschen gucken, wie ich das aufnehmen könnte und ob ich da wirklich... so den großen Bock habe, das jetzt noch mal durchzurocken. Ich habe das schon mehrfach durchgespielt, von daher, ich muss mal gucken. Ich bin da kein Profi drin, andere werden das Spiel lieben, andere werden es überhaupt nicht mehr kennen. Von daher, es allen recht machen ist immer schwierig. Aber ich habe da immer eine Menge Spaß bei gehabt bisher, von daher, daran soll es nicht scheitern. Ich glaube, jeder, der bisher hier ist, weiß auch, dass ich in keinem Spiel so wirklich Profi bin. Überraschung!
Ich hab mich demaskiert gerade. Ich bin kein Pro-Gamer. Ich habe dann einfach Spaß bei, solche Sachen zu machen und euch dabei voll zu quatschen. Krasses Zeug. Wie gesagt, Livestream gerade mal sehr viel, quasi jeden Tag. Manchmal fange ich mittags an, wie am Wochenende zum Beispiel. Fange ich eher mittags so zu 11, 12, 13 Uhr an. In der Woche meistens eher abends, aber auch da möchte ich ein bisschen schauen, dass ich das am Nachmittag schon mal mache. Dass ich halt das alles ein bisschen durchtausche, probiere. Und um einfach mal hier wieder mich gemeldet zu haben, um was gesagt zu haben, wie der aktuelle Stand ist, wie um diesen Kanal hier. Vielleicht haben ja ein paar gedacht, da kommt kein wöchentlicher Rahmen mehr, sind nur wenige Let's Plays gerade. Ja, der macht das nur noch so halbherzig vielleicht. Nee, so ist nicht. Es ist nur, meine Prioritäten verteilen sich gerade ein bisschen anders. Ich mache das ja auch alles immer noch sehr gerne. Ich habe euch natürlich in meinem Herzen eingeschlossen. Ich weiß nicht, da ist nicht Platz für jedermann, aber es ist schon recht eng. Von daher, ihr seid da alle sehr herzlich gerne drin willkommen in meinem Herz. Und deswegen, das macht schon alles noch sehr, sehr viel Spaß. Es wird auch alles hier weiterhin funktionieren, weitergeben. Es ist halt, mal hat man den Fokus, mal hat man den Fokus. Ich muss für mich selber ein bisschen besser lernen, mich zu organisieren. Das ist so eine Sache, die ich doch sehr merke. Auch vor allem, wenn es um sowas geht wie Kommentare lesen, Nachrichten beantworten, ich bin nicht gut in sowas, absolut nicht. Kann sein, dass ich kriege irgendeine Nachricht, denke mir, jo, ich lese die mal eben durch, dann lese ich die durch, denke ich mir, ach, antwortest du morgen. Und zwei Wochen später sieht man, hey, die Nachricht ist immer noch nicht beantwortet. Ob die noch aktuell ist? Und von daher, es kann sehr gut sein, falls ihr mir irgendwie eine PN auf YouTube oder Facebook geschrieben habt, wobei auf Facebook könnt ihr immer damit rechnen, dass ich nicht sofort antworte, weil ich schaue so selten auf Facebook rein. Ich schaue echt selten rein. Von daher, es kann sehr gut sein, das ist nicht der beste Weg, mich zu erreichen. Am besten ist immer noch auf Twitter einfach schnell anschreiben. Selbst da dann halt irgendwie, wenn ihr auf Facebook oder sowas geschrieben habt und es wirklich, wirklich wichtig ist, dann könnt ihr da dann einfach mich quasi daran erinnern auf Twitter, dass ich da doch mal bitte reinschauen sollte. Aber nur, wenn es wirklich wichtig ist und nicht nur eine PN mit Hi, wie geht's? Finde ich jetzt nicht so aufreibend. Aber falls ihr gerade, was weiß ich, Bachelorarbeit schreibt und braucht irgendwelche Umfrageergebnisse, dann gerne per Twitter antüdeln. Das kriege ich auf jeden Fall mit. Ne? Von daher könnt ihr da ein bisschen schauen. Falls ihr irgendwelche wichtigen oder interessanten Sachen mir geschrieben habt in letzter Zeit oder vor einer ganzen Weile schon auf Twitter, auf YouTube per PN oder auf Facebook, im Zweifelsfall nochmal schreiben, wenn es wirklich wichtig ist oder halt den gleichen Text nochmal oder darauf hinweisen, dass ihr schon mal geschrieben habt. Ich muss mich wirklich besser organisieren. Ich muss mir wirklich feste Zeiten quasi vornehmen, dass ich sage, hier komm, das ist mein Tagesablauf. Ich gucke auf jeden Fall einmal am Tag YouTube-PNs an. Ich gucke auf jeden Fall einmal am Tag Facebook-PNs an, Twitch-PNs, dass das auf jeden Fall passiert. Weil ich möchte natürlich euch auch, wenn ihr irgendwelche Sachen schreibt, auch antworten. Es ist nur, ich bin halt nicht gut drinne. Absolut nicht. Ich weiß genau nicht warum, aber Prokrastinieren in der Form, in Kommunikationsformen kann ich schon immer sehr, sehr gut. Von daher, es tut mir leid, falls ihr da irgendwelche Antworten gebraucht habt in letzter Zeit oder irgendwelche Sachen mir geschrieben habt und keine Antwort bekommen habt. Ich werde nicht auf alles immer antworten, je nachdem, ob ich persönlich halt finde, dass ich darauf antworten sollte oder müsste, ob mich persönlich das auch interessiert, von wegen, wenn ihr irgendwelche Server-Vorstellungen für Minecraft-Server habt, dann kriegt ihr da auch sehr wahrscheinlich keine Antwort, sowas zum Beispiel. Von wegen antworte ich natürlich eher auf Sachen, die mich persönlich interessieren. Um das auch mal gesagt zu haben, von daher, ich versuche auch immer mit den Kommentaren das alles nachzulesen, alles mitzulesen. Antworten tue ich auch viel zu selten, das will ich auch öfter machen. Also es ist so ein bisschen nicht, dass ihr denkt, ich ziehe mich jetzt ganz aus diesem Geschehen hier raus. Also absolut nicht der Fall. Ich bin immer noch sehr froh über jeden, der hier gerne zuschaut. Ich bin immer noch sehr froh über jeden, der gerne einen Kommentar schreibt, im Chat halt mitmacht irgendwie, wo man halt merkt, hey, das ist eine Person, die bringt sich in Textform hier ein. Das ist wirklich, wirklich schön. Und da freue ich mich über jeden von euch, der das denn macht. Und um es auch mal gesagt zu haben, ne, dass auch gerade durch die Livestreams doch sehr diese Community sich
für mich persönlich gefühlt ausgebaut hat, dass man da direkt mehr Kontakt hat, andere Nähe zu seinen Zuschauern hat. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Und ich möchte das auch stärker hier auf YouTube wieder aufleben lassen, wenn man das so nennen will. Ich weiß nicht, ob das jemals wirklich stark gewesen ist. Ich befürchte mal nicht. Aber dass man da so ein bisschen mehr, ne, ein bisschen mehr Austausch hat, ein bisschen mehr Kontakt hat. Weil letztendlich seid ihr halt so ziemlich das Wichtigste, was an diesem ganzen Geschehen hier ich persönlich habe und auch pflegen möchte und pflegen sollte. Und deswegen hoffe ich, dass ich mich da mal so ein bisschen, dass ich da mal alles zusammenkriege und sinnvoll was mache. Um es mal gesagt zu haben. Von daher, ich finde es immer sehr schön, wenn ihr da seid und bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und für die ganzen netten, fürs Interesse einfach. Einfach, dass ihr euch interessiert für das, was ich hier so mache. Sei es hier auf YouTube, sei es da hinten ist Twitch, ne? Ne, da ist Twitch. Da, so. Überall ist Twitch. Und das ist sehr, sehr schön. Das macht mir sehr viel Freude. Ohne euch wäre das alles doof. Ohne euch würde ich in einem Zimmer hocken und vor mich hinreden. Mit euch hocke ich in einem Zimmer und rede vor mich hin, aber irgendjemand guckt sich das an und scheint Gefallen daran zu haben. Von daher, das ist eine deutliche Wertsteigerung für das, was ich hier tue. Und deswegen höre ich einfach mal auf zu reden, um eure wertvolle Zeit nicht mit mir zu vergeuden. Krasse Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen, für den, wie habe ich das genannt? Eventuellen Rahmen? Das ist, nee, ich weiß nicht, ob ich das so nenne. Ich hoffe, dass ich hin und wieder mich nochmal melde hier, dass ich, es wird nicht regelmäßig sein, höchstwahrscheinlich, es wird auch nicht immer am Wochenende, am Sonntag sein. Ich hoffe, dass ich hin und wieder so ein paar verschiedene Sachen mal aufnehmen kann, hier so ein bisschen zeigen, wie die ganze Technik gerade mal ist. Bisschen, falls ich gerade irgendwelche Gedanken zu teilen habe, dass ich das öfter mal mache, aber dass ich nicht diese regelmäßige Form habe im Sinne von, hey, ich habe jetzt sonntags dieses Format versprochen, ich muss jetzt sonntags mir ein paar Sachen aus dem Kopf rausschälen, was ich dann in irgendein eventuell interessantes Video reinwerfen könnte. Von daher, das wird sich so ein bisschen in die Unregelmäßigkeit abdriften hier, aber dann hoffentlich interessanter sein. Wird sich zeigen, liegt an euch. Ihr könnt auch gerne hier als Kommentar hinterlassen, was euch vielleicht mal interessiert, wo ihr denkt, da kriegen wir so überhaupt nichts von mit. Dass das einfach so ein bisschen durchsichtiger ist für euch, was ich eigentlich so mache hier. Außer hier rumzusitzen und euch mit schlechten Witzen anzulachen. Kann ja sein, vielleicht gibt es ja was unfassbar Spannendes oder was ihr gerne mal sehen wollt. Von daher, sehr herzlichen Dank für eventuelle Vorschläge und natürlich, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei, wie auch immer das heißt. Tschüss.